allen ein herzliches Willkommen. Nicht zum ersten Mal da. Fragen der Weltpolitik hier in Potsdam erörtert, diskutiert und will gar nicht zurückgreifen in die unmittelbare Nachkriegszeit. Ich sehe nur mit, dass wir vor einigen Jahren hier in Potsdam mit den G8 Außenministern waren. Heute 40 Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE. Eine Organisation mit großer Geschichte und nicht minder großer Aktualität. Zur Geschichte wissen Sie, dass Willy Brandt, Egon Bahr, Hans-Dietrich Genscher gearbeitet haben für die Schlussakte von Helsinki und seitdem früher die KSZE, später die OSZE. Die Organisationen waren, in denen der Dialog zwischen Ost und West gepflegt wurde. Mit einem Blick auf die abendlichen Nachrichten wissen auch die Nichtfachleute der Außenpolitik, wie wichtig dieser Dialog in diesen Zeiten ist. Und weil die Zeiten so schwierig sind, haben wir uns entschieden, gerade in diesen außenpolitisch stürmischen Zeiten den Vorsitz in der OSZE zu übernehmen. Ich habe eingeladen hier nach Potsdam, weil wir intensive Debatten brauchen in einer Zeit, in der ganz offenbar Vertrauen verloren gegangen ist zwischen Ost und West, zwischen dem Westen und Russland, insbesondere nach der Annexion der Krim und dem Konflikt in den Osten. Das wird einer der Punkte sein, die wir sicherlich auch heute miteinander diskutieren werden. Gleichzeitig aber nicht nur über den Konflikt selbst, sondern ich hoffe, dass wir auch eine Diskussion haben werden, wie wir nach verloren gegangenem Vertrauen wieder aufbauen können. In diesem Zusammenhang gehört das, was ich in der vergangenen Woche vorgeschlagen habe, die Debatten, den Dialog, die Gespräche, zum Beispiel über Rüstungskontrolle wieder aufzunehmen. Wenn wir uns hier treffen zu 40 Außenministern, können andere Themen nicht gemieden werden, dürfen nicht gemieden werden. Dazu gehören Fragen von Terrorismus, dazu gehört auch die Frage von Flucht und Migration. Alles das wird heute zur Sprache kommen. Ich habe einen doppelten Dank auszurichten, einen Dank an die Bürgerinnen und Bürger von Potsdam, dass wir Gastfreundschaft in dieser wunderschönen Stadt heute genießen dürfen mit einer Vielzahl von Delegationen aus immerhin 57 Mitgliedstaaten der OSZE. Und ich will zum Abschluss nicht vergessen, all denen zu danken, die heute hier nicht am Tisch sitzen, die nicht die großen politischen Diskussionen führen, sondern die als Beobachter und Monitore zum Beispiel jetzt unmittelbar an gefährlichen Gebieten, Regionen dieser Welt, in der Ostukraine unterwegs sind, um dort zum Beispiel den Waffenstillstand zu überwachen bzw. Verletzungen des Waffenstillstands zu kontrollieren. Das sind mutige Frauen und Männer, die ihren Dienst tun am Frieden und an der Sicherheit in Europa. Und ich hoffe, dass wir dazu heute auch politisch beitragen. Herzlichen Dank.